Willkommen zurück unter den Lebenden. Wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kobiller. Verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht, wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerhoje zu überfallen, kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Ein Fremder also. Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Eher seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden, aber er redete daher wie einer. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Meerhojet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen.
Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Sofort beiseite, du junger Bursch! Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen! Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund! Ich will kein einziges Wort hören! Du hast hier gar nichts zu sagen! Beruhige dich, Stoner, komm! Nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe nach... Steh mir verdammt nochmal nicht im Weg, Mörcher! Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Reden wir darüber. Pah! Der Dreckskerl hat meinen Sohn ermordet. Ich will ihn tot sehen. Hör mir zu, Stroh. Das hilft niemandem. Du bist ein anständiger Mensch, kein Mörder. Denk an deine Gattin. Und wo bleibt die Gerechtigkeit? Mein Junge, in seiner Blüte ermordet. Nicht mal heiraten konnte er. Und dieser Halsabschneider soll weiterleben? Er bekommt seine gerechte Strafe. Du glaubst doch nicht, Herr Ratzig ließe ihn laufen. Was kümmert mich, Herr Ratzig? Nicht mal meinen eigenen Sohn darf ich rächen? Dann nimm ihn. Nimm ihn mit und lass mich mit nichts als Trauer zurück. Ich schwöre, dass er für seine Taten leiden wird. Schweig still und geh, bevor ich meine Meinung ändere. Ich mach ihn kalt! Ja! Wo ist er? Wo ist dieser mordende Hund? Heute wird Blut vergossen.
Gott segne dich. Was betrübt dich? Ich bin aus Merhoje zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hat er überlebt? Zum Glück überlebte er und ich konnte ihn befragen. Was hast du erfahren? Er brachte die gefälschten Münzen nach Pribislavitz. Erhalten hat er sie von einem Händler namens Menhard. Noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich weiß, wo das Geld übergeben wird. In der Nähe von Rovna. Und dieser Menhard sollte jetzt dort warten. Ausgezeichnet, Heinrich. Diese Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen. Begib dich dorthin und nimm diesen Menhard in die Mangel. Warte noch. Es gibt da etwas, über das ich mit dir sprechen möchte. Ich wusste, du enttäuschst mich nicht. Nichts gegen Bernhard, Robert oder einen von den anderen. Aber keiner hat so viel herausgefunden wie du. Zumindest nicht ohne Prügel und Folter. Aber das funktioniert ja auch nicht immer. Dich schickt der Himmel. Danke, Herr. Finde heraus, wer hinter all dem steckt, dann werden wir sie uns vorknüpfen. Ja, Herr. Was gibt's? Manchmal frage ich mich, was das alles zu bedeuten hat. Warum lässt Gott nur so etwas zu? Dieses Gemetzel und die nie enden wollende Rache. Eine schwierige Frage. Ich bin kein Theologe. Aber vor langer Zeit kam ich zu dem Schluss, dass wohl alles im Leben eine Prüfung ist. Das Leben ist eine lange Kette aus Problemen, die es zu lösen gilt. Je mehr wir lösen, desto bessere Menschen werden wir. So habe ich das noch nie betrachtet. Sieh dir nur diese ganzen verwöhnten Schnösel an, die keine Sorgen haben, wie der junge Herr Capon zum Beispiel. Allein der Gedanke an seine Regentschaft lässt mich erschaudern. Das Leben birgt immer neue Herausforderungen, doch wir müssen stark bleiben und uns ihnen stellen. Nun, begib dich nach Sasau und stell dich dieser. Verlass dich auf mich, Herr. Ja.